Ich will heute Cordelius mit dem neuen Odin Cordelius Skin von 0 auf 1000 Trophäen pushen. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Wir sind direkt drin im neuen Shop. Auf geht's. Wir haben auch dieses unendliche Münzenangebot, was wir direkt nutzen können. Stimmt, da ist der Skin schon. Oh, wir haben so viele Münzen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich unbedingt an Creator Code JoJonas, völlig kostenlos im Shop. Und wir haben keine Juwelen mehr, wir brauchen erstmal Gems. Wie immer, wenn ihr euch übrigens Gems holen wollt, 10% mehr auf dem offiziellen Supercell Store, store.supercell.com, könnt ihr gerne nutzen und auch meinen Creator Code natürlich gerne nutzen. Dort kriegt ihr nochmal 10% extra. Let's go, da kommen die Juwelen rein. 2000 hier auf jeden Fall. Und wir haben 3000. Ich weiß gar nicht, ob es schlau war, sich das zu kaufen eigentlich, weil wir haben ja noch dieses unfassbar kranke Angebot. Ich weiß es wirklich gar nicht. Haben wir den Pass schon? Ja, wir haben den Pass schon. Okay, wir müssen uns jetzt auch dieses Münzenangebot kaufen. Ich denke, also haben wir uns sowieso schon gekauft. Junge, das ist so geil, ne? 14 Tage lang gratis Münzen. Das heißt insgesamt, ich hab's falsch gerechnet, über 8000 Münzen gratis für 6 Euro. Ist schon, sage ich ehrlich, muss uns hier immer überlegen, aber wenn man wirklich Münzen nur braucht, kann man sich schon mal holen für 6. Also hätte ich mir zumindest einmal, glaube ich, privat sogar geholt. Sag ich ehrlich, das ist schon mal crazy. Das ist schon mal echt, das ist auch schon noch viele gekauft haben, denke ich. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, haben wir Cordelius überhaupt schon auf diesem Account? Nein, okay, das ist, doch, wir haben ihn. Okay, lost. Haben wir noch irgendeinen anderen coolen Cordelius-Skin? Ja, können wir vielleicht auch nochmal irgendwas von aussuchen, mal schauen. Okay, wie immer, wir starten Power Level 1. Cordelius ist aktuell einer der stärksten Brawler im Spiel. Das macht es gerade natürlich besonders spannend, heute zu spielen. Wenn ich sogar mit für viele auch der stärkste Brawler im Spiel. Für mich auf jeden Fall auch Top 5 mindestens im Spiel. Man kann es natürlich nicht immer genau sagen, aber es wird sehr interessant werden. Wir starten mit Power 7. Auf Pilzung als erstes Gadget, das heißt, wir können über Hindernisse springen. Ey, wir haben auf diesem Account eine 46er Streak. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Lol. Auf geht's, die allererste Runde. Cordelius eigentlich im... Oh, lol, da können wir direkt reingehen. Aktuell im jeden 1 gegen 1 so gut wie... Was sind jetzt der Gegner? Hier so gut wie überlegen. Und die Map, die heute drin ist, ist übrigens auch richtig, richtig krass. Vor allem bei Cordelius ist halt krass, der kranke Schaden, ne? Seine Ulti mit der Schattenwelt hat sehr, sehr krass. Ich glaube, hier geht auch sogar durch Wände, oder? Wir können es ja gerade schon mal testen. Ich muss eigentlich wissen, egal. Pass auf. So, zack. Ja, die geht auch durch Wände sogar, ne? Krass. Und in der Schattenwelt können die Gegner eben langsamer nur angreifen. Und Hypercharge gibt es inzwischen auch noch für Cordelius. Das ist echt insane. Auch wie viel Schaden. Das ist so ein Tank-Konter. Boah, schaut sich an. Cordelius ohne Witz. Richtig, richtig geiler Brawler aktuell. Der wird, glaube ich, echt Bock machen. Das war's? Toll. Da. Nee, das ist ein Bär. Das ist einfach der Nita-Bär, Junge. Ich hätte ihn eigentlich damit gar nicht retten sollen davor. Egal. Wir haben das Gadget nicht genutzt. Oder? Nee. Auch in Zukunft werden noch viele Push-Folgen kommen. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Skin oder Brawler ihr als nächstes sehen wollt. Und lasst natürlich auch unbedingt ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Folgen oder Posts verpassen wollt. Vielen Dank. Wir drücken auf das Gadget und springen drüber. Das ist halt geil, ne? Also können wir über Wände springen, auch Werfer überraschen oder auch aus Situationen rausspringen. Das ist halt krank gut. Wir kaufen uns das zweite Gadget, Giftpilz. Eine Sekunde lang können wir praktisch, kann er nicht angreifen halt, wie Otis Ulti praktisch. So, auf geht's. Nicht wundern, ich sitze ein bisschen so da, damit es für meinen Nacken besser ist. Ich habe ein bisschen Nackenprobleme aktuell. Weil so ist auch nicht so glaube ich, am besten. Junge, ich sitze nie aufrecht gefühlt, aber ist eigentlich ja... Ich hab's gesünder, ist egal. Das Gadget erstmal, wir können es direkt mal ausprobieren. Der hat einen Cube mehr, es müsste eigentlich easy klappen. Hält auch wirklich, also so eine Sekunde ist echt auch ziemlich lange, man unterschätzt die Sekunde voll. Da kann man echt in der Zeit den Gegner eigentlich easy killen. Das 1 gegen 1 ist halt so praktisch, ne, das ist crazy. Weil jetzt hier Bull eigentlich, dann kann er nämlich auch jetzt hier, genau, nicht ulten. Ist der verlangsamt? Ich glaube, der kann auch nicht angreifen, ne, so schnell. Das ist halt schon krass. Junge, was machen die da oben? Ja gut, ist jetzt halt nicht so hoch. 9 Cubes, zweite Runde auch gewonnen. Dann kommen wir gleich zu den Star Powers und mal schauen. So, Gadget. Also, ich sag ehrlich, mit diesem Gadget in Kombination, er ist sowieso schon starker. Das ist crazy. 32 Siege für die 50er Winning Streak. Power Level 8, Power Level 9. Wir gehen direkt für die erste Star Power. Pilzmenü, sehr krasse Star Power. Ah, wenn der erste Pilz trifft, macht der zweite Pilz nochmal 30% mehr Schaden. Klingt auch nochmal sehr krass. Wir holen schon mal das erste Gear. Ich will mal bloß 1 sagen. Weil er hat starkes Gadget. Okay, auf geht's. Also die Star Power, wir sehen es hier. Erster Pilz müsste es weniger als der zweite machen. Man sieht es jetzt nicht. Digga, ich treffe. Was mache ich da? Ja, komm, Mann. Was mache ich denn auch? Okay, jetzt einfach Auto-Aim drücken. So, jetzt. Ja, man, okay, schon krass, ne? Also es bedeutet ja, jede Angriffswelle, also die zwei Schüsse zusammen, machen ja dann praktisch 15% mehr Schaden. Also wenn einer 30% macht, ist das schon krass da, ne? Guck mal, jetzt hier das Gadget. Der arme Gegner. Und wir können auch verhindern, dass die Cubes oder so neben teilweise, ne? Wenn wir zum Beispiel... Ey, Schattenwelt. Hat die Schattenwelt überhaupt geholfen bei sowas? Ich weiß gar nicht. Aber auch die Range von den Pilzen, die hat auch echt eine... Guck mal hier, die Range ist gar nicht mal so schlecht, wie man vielleicht denkt, ne? Ach, hier gegen Dieter, wie weit?
Ich dachte, die Range wäre nur halb so. Wie weit ist die Reich? Yo. Das ist krass. Wusste ich eigentlich mal. Komplett krank. Also vor allem die Star Power macht ja nochmal. Also die ist schon echt heftig. Wir haben so viel Schaden mehr. Und wir sind nicht mehr Max. Wir sind Power Level 9. Das ist crazy, sag ich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wo der sich wieder vercampt hat. Aber ich hasse es. Wieso, Mann? Hier noch aus dem Busch rauskommt. Oh, der kann nichts machen. Let's go. Aber ganz schön gedauert, Mann. Ey, übel krass. Wir haben jetzt einen 49er Streak. Das heißt, einzig haben wir eine 50er Streak einfach. Wir gehen jetzt Power Level. Nee, wir gehen noch nicht. Stimmt, wir gehen noch die zweite Star Power zuerst. Und dann maxen wir den Brawler und gehen dann direkt auf den Skin. Mit dem Hypercharge auch. Okay, erstmal Pilzkönigreich. Ah, da kommen so Pilze raus. Da können wir Schaden an den Gegnern machen. In der Schattenwelt und selber healen. Will ich eigentlich nie die Star Power. Irgendwie soll die, glaube ich, ganz geil sein, ne? Ich sage ehrlich, ich habe die Star Power gefühlt noch nie gespielt. Ich dachte, die wäre schlecht, aber ich glaube, die haben die verbessert. Ich habe die auch schon oft. Ich habe ja Richtung 1000 Trophäen jetzt gepusht schon oft. Da haben die Gegner oft diese Star Power gespielt. Ich muss dann mal später die Pros fragen, was sie denken, wo was besser ist. Ich kann es gar nicht sagen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen. Was macht der denn jetzt da? So ein bisschen auch auf den Spielmodus, also muss ich aufpassen. Mein Gott. Wäre die 50er-Streak gewesen. Ich muss es ein bisschen mehr konzentrieren vielleicht. Jetzt hier, das war eine schöne Schatten. Wobei, das war dumm. Jetzt liegen da diese Pilze, die mich healen. Ah. Und die machen Giftschaden beim Gegner. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also für mich kommt diese andere Star Power besser rüber. Ah, Onyx schreibt schon rein. Die ist geil. Star Power, okay. Oder muss man, wenn wir noch genauer drüber reden, was da am schlauesten ist zu wählen. Weil ich check die nicht so ganz. Also warum die besser sein soll. Ist doch geiler, jeweils 15% mehr Schaden zu machen, dachte ich mir. Ja. Nice. 8 Cubes haben wir. Junge, was machen die denn da? Die Piper komplett im Nahkampf hier. Let's go. Ist der erste, egal. 50er Streak. Das ist krass. Und wir kriegen nochmal einen Stardrop. Selten. Ist okay. Oh, ich habe hier noch ein paar Stardrops aufgehoben. Ich öffne ich direkt. Selten. Selten. Schade. So, wir gehen Power Level 11. Das bedeutet, wir haben auch zum ersten Mal den Hypercharge von Cordelius. Völlige Dunkelheit. Cordelius verlangsamt seine Ziele, wenn er sie in die Schattenwelt schickt. Mehr Tempo und mehr Schaden auch noch für uns. Crazy. Ich hoffe, wir kriegen ihn einmal aufgeladen fürs Video. Also jetzt hier zumindest in der Runde. Okay, also tatsächlich, Damage ist am besten, laut Experte, hätte ich jetzt auch gesagt. Plus 1 in Damage, hat ja auch ordentlich Leben. Star Power, ist die wirklich besser? Gerne, ich kann man sich drüber streiten. Ich glaube, kommt auf die Map auch an, ne? Auf der Map ist das Springen natürlich besser, wegen Hindernissen. Allgemein, ohne Hindernisse würde ich das andere, glaube ich, nehmen, als Geschmackssache. Okay, auf geht's. Ich hoffe, wir kriegen den Hypercharge einmal wenigstens aufgeladen. Das ist das Ziel. Dass ich wenigstens einmal kurz zeigen kann. Ansonsten spielen wir auch direkt den Skin natürlich. Jetzt hier der Barley vielleicht. Vielleicht ist er so nett und letztens ein bisschen die Ult auch. Okay. Ich sollte mir nicht zu aggressiv. Ich glaube, ein Barley ist wirklich nicht perfekt. Eher einen Tank vielleicht in der Range halten. Aber ihr seht schon, man braucht echt lange, um den Hypercharge aufzuladen, Mann. Das wollte ich gar nicht, egal. Aber wo kann ich wirklich in der Range bleiben, meine Ulti? Jetzt hier, gegen ihn hier. Gegen Tanks. Gegen Tanks am besten. Guck mal, das ist gut. Jetzt hier. Da lade ich jetzt schön langsam den Hypercharge. Oder ich kann eigentlich den Hypercharge sogar so am besten aufladen sogar. Direkt an. Ups, was mache ich da? So, jetzt haben wir den Hypercharge. Ich hoffe, ich wollte gerade sagen, wenn der letzte Gegner jetzt gestorben wäre, wäre ich echt sauer gewesen. Okay, wo ist der letzte Gegner jetzt? Wie? Junge, ich habe die ganze Runde nur diesen Hypercharge gefahren, Mann. Was ist das denn jetzt gewesen? Wie random kam das denn? Als ob sich... Wie? Mann, kann das nicht mal in Runden... Oh mein Gott, ich muss aufpassen, da ist jemand. Kann das nicht mal in Runden passieren, in denen ich... Keine Ahnung... So 1000 oder so kann das gerne passieren, Mann. Das ist so random, das ist mir Gefühl. Egal. Oh, Mann. So, guck mal, hier können wir wegjumpen nochmal auf Safe. Ich kann die mal ein bisschen Ulti. Ja, ja. So, jetzt pass auf. Zack. Guck mal, jetzt hier, wie schnell wir sind. Mit den Pilzen dann auch noch. Schau euch das an. Das ist insane. Seid ehrlich, das ist wirklich insane. Dann auch höhere Nachladegeschwindigkeit und alles, Mann. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Zack. 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 Seid ehrlich, das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Kann mir jeder sagen, was er will. Let's go. 90 Trophäen. Willkommen zum Skin. 149 Gems. Epischer Skin. Ich sag ehrlich, für einen epischen Skin ist der sehr, sehr, sehr krass. Also wirklich. Man kann ihn sogar mit Bling wahrscheinlich irgendwann kaufen dann, ne? Nordische Saga-Skins. Noch mit diesen Raben hier drauf. Der ist richtig geil. Wir sehen zum ersten Mal den Skin. Der schießt so kleine Blitze ab. Der Skin ist unglaublich, finde ich. Vor allem mit diesem Raben noch auf der Schulter. Ich sag ehrlich, es könnte auch safe ein legendärer Skin sein. Noch mit der geilen Kill-Animation vielleicht. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Ich glaube, er hat sogar... Ne, hat keine Kill-Animation. Das ist eh. Ember ist übrigens der einzige... Frostkönigin Ember ist der einzige, wieso auch immer, epische Skin,
der einfach eine Kill-Animation hat. Keine Ahnung, wieso das eigentlich so ist. Junge, der Bär, wie geil. Ja, okay, das ist... Wir können versuchen, die Cubes zu... Ah, nee, schade. Der schießt so einen Raben als Ulti. Also kann man sagen, was man will, aber der Skin ist schon echt wild. Okay, die ersten 100 Trophäen. Ich würde sagen, wir pushen direkt weiter auf 140 und sehen uns dann gleich wieder zum entscheidenden Game. Was hatte ich gerade schauen wollen? Ah, genau, was die Ulti. Wo ist, steht irgendwo eine Beschreibung? Ah, ja. Ach, da steht sogar. Okay, Cordelia. Oh, das ist mal wichtig. 8 Sekunden Schattenwelt. 20% schneller. Ah, Cordelia, das ist 20% schneller. Ah, und lädt 30% schneller nach. Also, da steht zumindest nichts von Gadget und Ulti. Und die kann man ja nicht einsetzen. Also, alles steht in der Beschreibung nicht drin. Die sind nicht verlangsamt. Laden die nicht langsamer nach, nur wir sind schneller. Wir sind drin in der entscheidenden Runde für Rang 10. Oh, schon 20 Minuten sehe ich gerade. Ich habe jetzt halt ein bisschen viel Showdown gezockt, deswegen sind wir ein bisschen langsamer. Ich hätte die Kisten da probieren können. Das sind so oft so eklige Camper drin. Das macht wirklich keinen Bock, deswegen. Junge, der hängt schon, ne? Was soll das auch schon? Also, er hilft mir bei der Kiste halt. Danke. Chillig. Sehr, sehr geil. Ja, moin. Der hat ja komplett daneben geaimt, der arme Gegner. Die Verzweiflung danach auch noch war gut. Der will meinen Cubed. Das lassen wir nicht zu. Stattdessen, ja, so ein bisschen abfangen, genau. Der vergiftet ihn, der Pilz. Wie er den Pilz eingesammelt hat, war auch witzig. So, jetzt hier der Grom, zack. Der Jump ist relativ klein, aber er hilft meistens trotzdem. Junge, es gehen die zu zweit auf mich, als ob die zweit auf mich gehen. Komm ich da drüber, theoretisch? Ja. Wohl eigentlich ganz rüber, aber so weit bin ich da doch nicht gejumpt, schade. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, jetzt einfach so und so. Nice. Let's go. Wir sind drin. Wir haben eine gute Streak auf dem Account auch. 100, nee, achso, das war der andere Account. 56 aber zumindest. Rang 10 haben wir schon mal und damit geht es los. Das ist die Brawler-Map. Ja, da ist Jump eh sehr gut. Ich glaube, die andere Star-Power ist für den Anfang sogar noch besser, erstmal um schnell zu pushen, wenn ich ehrlich bin. Und damit sind wir in der entscheidenden Runde für 300 Trophäen mit Cordelius. Also jetzt sind wir sehr, sehr schnell gepusht. Ne, ihr seht es hier, einmal mit dem Dings drüber jumpen. Okay, das war extrem schlecht, egal. Und ihr macht es auf jeden Fall. Machst du das? Ja. Oh, Digga. Let's go. Doch nicht, doch. Let's go. Ein Tor. Also, ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen konzentrierter spielen. Genau, hier Frank immer geultet. Sehr schön. Jetzt kann er nichts machen. Frank ist raus. Genau, Jump Gadget ist auch im Start. Und da ist das 2-0, 33 Minuten gespielt. Und dann gehen wir hier schon mal Richtung 500. Mal schauen. Ja, 68er Streak. Sehr geil. Let's go. Okay, entscheidende Runde für 57. Schön wär's für 500. Auf geht's. Wir haben so eine krasse Streak, müssen die halten. Aber eigentlich ist Cordelius sehr stark für die Map. Wirklich. Wir haben den Jump. Cordelius ist aktuell sowieso ein sehr starker Brawler. Das muss laufen. Zwei Cubes direkt wichtig. Ich glaube, es brauchen wir noch zwei Angriffe. Dann haben wir, ja, sehr gut. Genau, dann können wir die Kiste noch mal einen Ticken schneller sogar. Ich würde sogar auf die... Oh, Junge, hier ist alles offen. Ich habe Glück. Ja, da außen holt es auch die Kisten. Wie immer, nicht fighten, nur auf Kisten gehen. Das Wichtigste für den Anfang. Schaut euch das jetzt an. Die können gerne alle fighten, aber kicken doch alle raus nebenbei. Wir haben 7 Cubes, hoffentlich 8. Wenn wir Glück haben, 8. Da will ich, dass wir den kriegen. Ich jump mal nochmal weg. Haben wir. Oh, das war natürlich das Lucky, dass er so reingegangen ist. 11 Cubes, Mann. Das ist auch ein Kill normalerweise. Jawoll! Ja gut, 500 Trophäen ist auch noch nicht so hoch. Ah, das ist krass. Hilfe? Wo habe ich hingeaimt? Das war sehr krass. Direkt Showdown, Mann. Da. Ey, das ist asozial. Egal. Kann nichts machen. Sehr schön. Das lief doch super. 500 Trophäen erreicht. Oh, das ist krass, hä? Nach 48 Minuten, wie schnell sind wir in Brawler gepusht gerade? Hilfe, wie schnell? Let's go. Let's go. 600 Trophäen, 57 Minuten. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Da haben wir es. Und wir gehen in die verschiedenen Spielmodi und starten jetzt hier mit Juwelenjagd. So, wir sind drin in Juwelenjagd. Auf geht's. Ich gehe jetzt hier einfach über außen und ja, im Grunde genommen kann ich halt hier schön immer wieder Druck aufbauen. Und ja, genau, Double Kill. M ist auch raus. Ja, ich meine, wir sind auf 600 Trophäen, wir sind noch nicht so hoch, das heißt, ja, ist halt auch, Lede ist auch krass natürlich aktuell. So. So. Oh, 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 wer ist denn da gestorben? Ich bin ult gemisst, darf ich nichts sagen. Nicht ich. Ah, bisschen schwierig, ich mach die Ms ist hier rein. Ja, okay, das ist krass. Ja, das ist wirklich krass, auch wie Cordelius da mehrere Leute rausnehmen kann. Jetzt habe ich einen dritten Gem. Das darf ich halt noch nicht so aggressiv gehen, das ist halt so das Ding. Ich wollte auch keinen Gem carry, ist ein egal. Junge, jetzt hat der Bull auch noch. Ah, oh, oh, jawoll. Ich will meinen Hypercharge einmal zeigen. Hoffentlich kriege ich hin. Und rein. Gegen wen einfach geultet? Das ist halt krass. Auch gerade gegen die Ems. Ist halt das. Oder hier auch gegen Dings bin ich auch noch immer noch schneller. Das ist krank. Oh. Und damit hier der Countdown und das High. Eigentlich können wir jetzt sogar. Ja, ich kann jetzt hier mal kurz chillen. Das war ein bisschen offensiv, egal.
Ja, also Cordelius wirklich, muss er wirklich sagen, Allrounder-Brawler. Also wo er wirklich nur nicht gut ist, ist auf komplett offenen Maps, sagen wir zum Beispiel Knockout. Ja, Knockout-Kopfgeldjagd so zum Beispiel. Okay, auf geht's. Wir gehen rein in Knockout. Wie findest du ihn für die Map? Ist ein bisschen random, oder? Vielleicht. Wie findet ihr ihn für die Map? Ja. Ich schon. Oh. Ja, was soll das denn jetzt? Jonas, warum wirfst du? Ja, ich dachte halt, keine Ahnung, wir sind noch nicht so hoch, da kann ich mal ein bisschen offensiver gehen. So, ich spiele nächste Runde jetzt extra besonders vorsichtig. Junge, du kommst mit Bull auf der Höhe. Ist ja nicht ernst zu nehmen. Ja, Bro, guck mal, was ich mit den Gegnern mache. Ja, Oh. Kann wollte schon sagen. Okay. Ich sneak mich jetzt an den Cordelius, Dynamike ran. Dann kill ich den. Jetzt hier. Zack, Jump. Erster Kill. So. Ich sneaked. Mhm, dran gesneakt. So. Zack. Double Kill. So. So nämlich. Wahnsinn. Okay, damit hier 649, eine Runde für 650 schon mal, sehr gut. Und wir gehen rein in Tresor. Okay, das wird random werden, Mann. Auf geht's, wir gehen rein in Tresorraub. Sehr offene Map. Ich würde euch jetzt nicht unbedingt Cordelius auf dieser Map empfehlen, aber gerade für etwas engere und dichtere Maps ist Cordelius auch schon ziemlich nice für Tresorraub. Und es geht. Ich meine, ich spiele jetzt hier gegen Ems in dem Fall. Jetzt kann ich mich hier eigentlich schon mal so ein bisschen. Ah, war vielleicht ein bisschen arg offensiv. Ah, hat mir fast gehabt, schade. Ich meine, wir können halt schon kranken Damages machen. Gerade mit der Star Power halt natürlich. Ich weiß auch nicht, was ihr jetzt hier macht. Ich meine, wir machen so 3000 Schaden pro Hit. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt habe ich nicht zu spät gejumpt. Schade. Das war schlecht. Oh. Ich helfe. Ja, zu spät. Zack. Nice. War nicht nice. Auch nice. Ja, das ist auch krass, wie viel du da mal an Schaden hier raushaust, sehe ich gerade. Ich habe mal Schattenwelt auf irgendwen. Genau, auf Ita Cinema getroffen. Zack. Zack. Let's go. Und damit gewinnt ihr auch in Tresor, haben damit alle Maps hier geschafft und sind bei 662. Okay, auf geht's. Entscheidende Phase. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 700 und haben eine 98er Winning Streak. Das müssen wir halt hoffentlich für die Streak auch bitte halten, weil jetzt in Duo schauen wird das ohne Witz echt ein bisschen schwierig. Ich würde die halt schon gerne bis 750 auch halten, weil dann könnten wir die auch in den nächsten Push noch mit reinnehmen hier. Oh, das wäre jetzt schon weg. Okay, komm, lass probieren. Okay, ist das jetzt direkt? Oh, Junge, was ist das jetzt? Pass auf, nicht so aggressiv. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Nee, aber ich kann ja nichts machen. Wir haben den miesesten Start, aber das kann nicht wahr sein, Mann. Was ist das? Ich kann ja nichts machen, wenn der auf mich stammt, habe ich Gadget oder. Ja. Das ist dann der Busch, pass auf, der ist mit. Oh, Junge. Ja, da muss ich dich retten hier. Wo ist denn der Bull Carry? Was ist das gewesen? Digga, du hast komm jetzt zu spät gecallt. Holst du? Sehr gut. Richtig. Nein, ja, Top 3, sehr gut. Was mache ich denn jetzt? Oh, jetzt. Oh, ich muss weg. Bin ich tot. Ulti, Mann. Nee, ich warte noch. Okay. Ich hol gleich jemanden. Ja, okay, das war übel aus der. Was hat der denn da gemacht? Helf ich. Ey, bin ich weggekommen? Ich hab ihn geultet. Ja, wo ist er? Safe. Ich hab ihn, alles gut. Jawoll, sehr schön, geht doch. Was geben wir noch, Easy? Ja, normalerweise schon. Ich warte es hier. Sehr schön. Ja, das war lost. Ja. Ah, leider. Ach, muss den Bot für dich killen? Ja, ich weiß. Ja, aber Simon, da haben wir schon mal safe normalerweise, das ist gut. Ne, wobei, wir müssen Platz 1 werden, glaube ich, sonst haben wir es nicht. Schön! Jetzt ist eh easy. Kann ich drüber jumpen? Jawoll! Hey, übel gut. Let's go. Okay, Zwischenstand. 98er Streak, sind wir 2. Okay, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 99er Streak. Ich weiß nicht mehr genau, wer dabei war. Jonas, ich ulte mal die Piper hier. Ich kann kein Gadget mehr nutzen, ich bin so dumm. Hey, jetzt hätte ich springen können. Und ja, ich hätte zuerst springen und danach ulten, ich weiß. Ich hab's trotzdem. Du bist ein Poco. Oh! Wow. Das war ein dummes. Okay, geh weg. Das ist etwas. Pass auf, die Piper respawnt auch dann gleich, ne? In so 5 Sekunden. Ja, ganz kurz, pink mich, wenn ihr fertig seid, ne? Ja. Wir brauchen noch so 2-3 Games, das geht. Ja. Ich geh rein. Ich weiß nicht, sterbe ich aber auch wahrscheinlich ein Poco, ne? Ich kann's probieren. Ich geh auf den drauf, ich probier's, komm. Das ist ja gut. Ist Ult? Ultim? Also spät. Er ist weg einfach. Wo ist der? Sag gut. Der ist oben links. Oben rechts, ganz in der Ecke direkt. Ja. Jawoll! Sehr gut, das ist der Bull Carry, den ich sehen wollte. Bull ist eh stark für die Map, oder? Ja, auf einmal sagt der Bull ist stark. Ja, ich dachte, aber. Weiß nicht. Weil es halt ein Tank ist. Also es gibt schlechtere Brawler auf jeden Fall für die Map, ne? Wenn ich ihn so ansehe, ist krass. Kann man schon einiges machen. Nice.
Oh mein Gott. Hä? Was? Oh mein Gott. ETF? Oh mein Gott, komm! Lauf! Nein! Digga, was ist das? Eine Sekunde, zwei Sekunden! Nein, Digga, oh was? Oh mein Gott, ja, ist ja mein Fehler, ich weiß. Ich hab's... ich will besser nächste Runde. Aber die Streak bleibt bestehen. Das ist das Wichtigste. Zwei Siege für die 100er Siegesserie, Leute. Auf geht's. Der Sieg für die 100er Siegesserie. Drei Siege für 750. Das gewinnen wir einfach alles souverän. Ich spiele jetzt nicht mehr so schlecht. Wann wird das? Zwei Cubes schon mal lassen. Ems, okay. Ich lasse ihn einfach mal hier. Jawohl, guck mal, direkt super Start. Besser geht's ja nicht. Der kann eigentlich gar nichts machen. Wenn er jetzt hinlaufen sollte, ich kann einfach direkt wegschalten. Boah, schau dir das an hier. Das ist aber auch geil, wie ich hier auch alles... Ich könnte den Ult nicht lassen. Sehr schön. Oh, 95 KP. Jetzt hier 7 Cubes, Mann. 7. Sehr schön. Ich kann auch sehen, ob sich der Hypercharge weiter auflädt. Das passt. Ich ulte ihn. Jawohl. Hab ich. Wo ist er? Ist auch direkt im anderen drin stehen. Ne, der ist eh da. Ja. Sehr gut. Ah, ich kann jetzt hier nichts machen. Offene Map ist mal eklig. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe sogar. Passt. Hab sie, die ist lost. Ja, die ist sehr lost gewesen. Ja, müssen wir normalerweise haben, die Lobby ist eigentlich so gut. Oh! Hey, die Runde irgendwie? Beide 10 Cubes, aber irgendwie doch. Fokus ist ein bisschen hart. Ich war das ein bisschen ulte. Nein! Ich ulte die nix. Ich hätte zuerst gadgeten sollen, ich habe wieder den Fehler gemacht. Ja, egal, passt. Jawoll! Das war eine sehr schöne Runde. 100er Streak! Ganz nebenbei! Nice. Und? Jawohl, schöne Runde nochmal. Wichtig. Und damit 100er Siegesserie. Die letzten zwei Siege für sie. Was macht der denn jetzt? Hast du also die Siege? Was macht der denn? Ist das ernst? Der ist frech geworden. Ja, aber irgendwie treffe ich ihn halt nicht. Das ist schon ein bisschen peinlich gerade. Ja, alles gut. Sehr gut. Ich hol den einfach wieder. Oh, das war mieses Timing. Egal, ich jump einfach drüber. Oh, das ist eigentlich. Nein, aber der Jump war geil. Ja, hol, pass auf. Die Streak ist jetzt weg. Die Streak! Wieder bekommen, alles gut. Boah. Alles gut. Eieiei. Halber Schuss? Schnell. Nee, ich mach lieber so. Ist besser? Okay. Ich sag, wie man. Das kann ich nicht sehen. Nee, ich wollte auch gerade sagen, du willst mir das sagen. Wieder ganz unten. Okay, alles gut. Bodenlos schlechte Runde auf jeden Fall von mir. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren jetzt. Die fighten sehr gut. Ich kann die jetzt hier einkehren. Oh, die hat 12 Cubes, WTF. Ich bin tot. Oh mein Gott, das Timing, Bro? Ja. Ja, dann haben 12. 12 und. Ja, siehst du hier selber. Was? Wenn wir Glück haben. Ja, oh mein Gott. Ja. Gut. Oh, was machen die da? Dann nehmen wir noch Erste. Ich will aber lieber safe Zweiter werden. Bleib so. Bleib defensiv. Du hast aber Hypercharge. Ich warte lieber. Als irgendwer auf mich geht, mach ich Hypercharge Ulti. Lass einfach abwarten, wir können gegen die nicht eigentlich gut, nicht gut fighten gerade. Auf bisschen noch mal Zammer. Zumindest wissen. Nice, okay. Gut. Ich bleibe einfach in der Schattenwelt jetzt, denke ich mir, ne? Ja, fighten gegen. Let's go! Ja, okay, ich bin gerade noch gestorben, ist mir egal, sehr gut. Richtig! Okay, da haben wir aber eine sehr schlechte Runde von uns. Boah, das ist okay, ein Runde, dann haben wir es. 750 schon mal, sehr gut. Okay, entscheidende Runde schon mal für Rang 25. 57 Trophäen, 1:20, obwohl ich. Hä? Das ist wieder ein krankes Tempo, obwohl wir auch zwischendrin noch so viel Showdown gespielt haben. Das ist crazy. Wenn wir jetzt gewinnen, hier in unter 1,5 Stunden damit. Ja, dann können wir vielleicht. Ja, nee. Die fighten hier leider auch. Ja, ich will jetzt auch nicht zu offensiv. Ich will eigentlich lieber die Kisten natürlich saven. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich hätte ihn fast abgestoppt. Das ist nur fast. Set Ulti, pass auf. Sehr gut. Ach, da ist noch eine Piper im Busch gewesen. Ja? Ah, ja. Ich halt irgendwie einen ulten könnte, wäre halt Next Level. Ich glaube, ich bin tot, Digga. Ja, ich hab's hier. Sie beide. Oh mein Gott, ist das. Nice! 9 Cubes. Die ist so krass OP aktuell. Oh, noch ein Kill. Ja, die Runde lief jetzt aber auch wirklich lucky ein bisschen. So, ein Platz noch, komm, dann haben wir es. Ein Platz noch. Der Surge, Mann. Surge ist so ein Nervenbrawler. Ich kill einfach so. Hoffentlich klappt das. Jawoll! Oh, die ganze Zeit weg. Das hasse ich wirklich. Läuft nur weg und dann. Ich bin tot. Was? Ja, pass du auf. Ja, ich wurde gadgetet von ihm, Mann. Ich hab ihn unterschätzt. Ich wusste nicht, dass das Gadget. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Soll ich auf Safe spielen? Ja, bleib bitte safe, erst einfach die Top 2 holen. Normalerweise. Ich habe auch Ulti ready, also bis. Ich krieg safe die Top 2. Bin gleich zurück. Ja, guck mal. Ist eigentlich easy. Ja, genau da. Zack. Passt. Ja, da hat sie auch keine Ulti mehr.
Ja, also bis auf den, ja, ein paar aus the Place war dabei. Sehr schön. Wow, super. Ach, das ist vor allem noch so ein Mortis, Mann. Hypercharge Ult. Will ich killen? Wir gehen. So. Boah, ist der langsam, das ist der Wahnsinn mit dem Hypercharge. Okay, 750 Trophäen sind damit geschafft. Wir schauen kurz rein. Ja, 5-1-2-0. Sehr schön. Richtig. 750, 102er Streak am Start und jetzt geht's hier auf den Main-Account. Oh, Sekunde, ich hab noch Trophäenfahrtbelohnung. Credits 80. Münzen. Powerpunkte. Münzen. 100 Credits, was ist das denn? Nur 100 Credits für die 13.000, das ist schwach. Und vielleicht noch ein Stardrop? Zwei Stardrops. Geht, das geht, moin. Super Messer. Selten. Soll ich auf meinen Account gehen? Ja, kannst du rübergehen, selten. Auf geht's, entscheidende Runde für 800 Trophäen. Oh, nice. Back and Kill, sehr gut. Was eigentlich normalerweise haben wir das. Kann hier vorne Cordelius in die Schattenwelt befördern? Was? Cordelius in die Schattenwelt. Lass mich das so sagen, Mann! Na. Alles gut, alles gut. Ich lasse es. Nice, hab's. Oh, ja. Er hat sich in die Schattenwelt befördert. Let's go. Ja, oh, er hat die Schattenwelt. Er ist der Schattenwelt ausgewichen. Keine Ahnung, ist ja halt egal. Okay. 800 Trophäen erreicht. Ah, oh, Starspieler. Richtig. By the way, wir sind auf 59.625. Das ist sehr krass. Auf geht's, ein entscheidendes Game für 850 Trophäen, Leute. Zeit weiß, wissen wir jetzt nicht genau, weil zwischendrin 20 Minuten das Gameplay, das Bild ausgefallen ist, aber wir schaffen es schon. Auf geht's. Okay, Dynamite direkt hier vor uns. Interessant. Jackie Lou. Oh, nee. Das ist ja ganz schön nervig. Ist einfach Jackie genommen, wie random. Geil. Schön, hä, Marak? Einfach Jackie, ja, Bro, perfekt. Pro-Player. Mit der No-Skill-Brawler bin ich gut, mit der No-Skill-Brawler bin ich gut, Bro. Ja, macht Sinn. Was mach ich denn jetzt? Ich sag ehrlich, ich hab in der Runde noch nichts gemacht. Ich gar nichts. Ich weiß auch, die laufen halt nur weg von mir auch die ganze Zeit. Digga. Jetzt kann ich helfen, das ist sehr gut. Ich werd so. Ich bin chancenlos hier bisher, ich weiß nicht. Sehr gut, ich hab jetzt auch die Ulti, das ist sehr, sehr gut. Soll ich die wegulten, die Bibi, oder am besten? Ja, das ist zu spät. Digga, oh mein Gott. Schade. Was? Kann healen. Jawohl, ey, Marak, das hast du sehr gut gespielt. Ich weiß nicht genau, was du gemacht hast, aber es war sehr gut. Bro, das schöne war Runde von euch. Ich habe nicht viel beigetragen. Einen Kill gemacht. Wir starten rein in die entscheidende Runde für 900 Trophäen. Auf geht's. Bleib ich links? Nee, ja, du bist rechts. Okay. Hier rechts. Okay. Also, Charlie Cordelius hier und Pearl in der Mitte. Ist der? Ah, da ist er schon. Okay, wollte kurz sagen. Sehr schön. Ah, ich hab ihn zu spät gegadgetet, egal. Sehr schön. Stark. Oh, der wasted, nice. Ich hab Ulti. Ja, das Problem ist halt, ist. Ja, okay. Ah, leider daneben. Das darf natürlich nicht passieren, Mann. Hab ihn gegadgetet? Nice. War schlecht. Ja, ich verliere halt gerade jedes Mal das Duell auf deiner Lane. Das ist halt nicht so geil. Ich. Okay, schön. Ich mach schon mal Gadget an, ich geh rein. Jetzt, okay. Ist rechts? Bei uns im Busch. In diesem okay, ich sehe es, ja. Ohne rauszudrängen, ich kann jetzt hier kommen. Achso, easy. Digga. Okay, Bro. Ja, ich weiß, es war Max. Also wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Nice. Alles an ihm gehauen. Oh. Cordelius ist links. Ich bin tot, aber James bei uns. Wo ich bin? Ah, scheiße. Dann wahrscheinlich. Nee. Shit. Noch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schlecht. Ist okay. Ich hätte sterben dürfen. Ich mach so schlechte Runden gerade, wirklich. Ist gar nicht gut. Ich versuche mich so ein bisschen ran zu sneaken. Du bist links? Links? Oder ist okay. Hab Pearl. Okay, oh, wichtig. Sehr gut, ich habe die Kontrolle. Das ist crazy. Hab Pearl in der Schattenwelt. Ich hau jetzt ab so lang. Pearl hat Hypercharge. Ist in der Mitte jetzt. Ist ganz mittig einfach. Genau in der Mitte von der Map jetzt. Hypercharge. Oh mein Gott! Ich bin tot. Das Timer Reset, egal, du hast alles. Boah, ich hab noch gecallt. Ich hab gesagt, genau in der Mitte von der Map. Ja, das stimmt. Ich musste aber gerade zurück. Achso, okay. Oh. Weg. Ah, inevitable. Ich kann hier nichts machen. Ey, sehr schön. Boah, am Ende hab ich zum Glück auch nochmal ein bisschen was beigetragen. Davor war es ja grauenvoll, wie der gespielt. Bro, also ich bin richtig. Zone. 900! Übel stark. Ja, geht besser. Ist stark, Onyx.
ich habe ja Jump Gadget. Ich bin ja ultra dumm. Aufpassen. Ist er noch am Leben? Ach, Digga, what the fuck? Wie ist der Ball auch wieder auf meine Füße gekommen? Ah, es war dumm. Ja, was ich da wieder mache. Ich meine, an sich war Hyper Charge war ja gut, aber danach halt wieder unnötig, man. What the fuck? Was macht der? Das war gut. Ich hoffe, die können es verteidigen. Ja, okay, krass. Das war wirklich gut. Ganz wichtig, Jackie da wegzuulten. Da richtig eklig sind es geworden. Ah, das ist die Nahkampfangriff-Version von ihm. Das ist natürlich gut. Junge, die spielen so krank gut, hä? Wie gut spielen die, hä? Ist die Hypercharge aufgeladen, egal. Ja, ist der Hypercharge, muss ich echt aufpassen. Ist jetzt auch Hypercharge. Ja, haben wir. Ich habe das Gefühl, dass zumindest. Ich fühle mich irgendwie wohler, weil da auch weniger Büsche sind, ne? Guck mal, sogar Starspieler Meister Schaden gemacht. Geht doch. Gut, ich konnte die auch fett weg. Ich bin halt gut gegen Tanks. Ich bin jetzt halt da. Gegen Tanks bin ich halt krasser. Als hier gegen ist ganz katastrophales Match, halt, Mann. Das ist wirklich nicht so geil. Wird sterben. Er könnte scoren, vielleicht. Das ist so krass geil. Jump Gadget war wichtig. Das passt. Das passt, das passt. Boah, bitte, bitte, bitte. Wenn wir es mit Brava schaffen, wäre crazy, Mann. Was machen die? Das ist so krank. Oh mein Gott. Das ist OP, was sie machen. Let's go. Let's go. Jetzt kann ich ja noch reinjumpen. Achso, die ist noch nicht. Egal, scheiß drauf. Ist ja so gut. Was hat er gemacht? Wie gut sind sie? Seine Runde war am Ende eigentlich auch ganz gut. Damit haben wir am Ende gerade mal 25 Trophäen für den Rang 30er gefehlt. Leider ging auch das Tablet nicht, was natürlich auch immer ein kleinerer oder größerer Nachteil war. Trotzdem, wie immer, vielen Dank für den Support. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr wie immer gerne an Creator-Code YoJonas ganz rechts im Shop denken. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Video. Und vielen Dank für jeden Support. Ciao.